Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zum Zelda Tuesday. Eine Woche ist um, das bedeutet, es ist mal wieder Zelda-Time. Und ja, im letzten Part haben wir das Dungeon-Item, nämlich den Doppelhaken bekommen. Oder den Doppelgreifhaken. Und ja, ich bin mal gespannt, ob wir heute schon den Boss besiegen oder gegen den Boss fighten werden. Ich denke mal noch nicht. Ich denke mal, wir brauchen noch ein, zwei Parts. Aber, ich würde mich ja gerne jetzt mal umsehen. Oh, ist das episch. Komm. Sollten wir auch hier hinkommen, oder? Jawohl. Die Betonung auf sollte. Oh, Leute. Aber eigentlich sollte das doch nicht so schwer sein, mit einem Doppelgreifhaken umzugehen, oder? Wie soll man eigentlich hier an diese Vasen kommen? Naja. Na komm. Jawohl. Ein bisschen nach unten. Das sollte aber passen. Jawohl. Genau, den Schalter hatten wir aktiviert. Schön. Müssen wir mal hier schauen. Da komme ich doch noch so rüber, oder? Ja. Alles klar. Obwohl, wartet mal, ich höre eine Fledermaus. Das ist nicht gut. Und zwar da. Jetzt nicht meine ganzen Pfeile für diese Fledermaus verschwenden. Jetzt! Ach komm. Dann leck mich doch. Hier mein. Komm ich da hoch? Nein. Das heißt, ich muss es hier hin. Okay. Hier würde ich gerne erst die Fledermaus. Oder? Da oben kommen wir auch weiter, aber. Ja, da muss ich ja lang gehen. Hier haben wir nämlich einen kleinen Schalter. Die Tür ist geöffnet. Jetzt schnell weg hier. Oh Gott. Leute. Wo hat sich die Tür denn geöffnet? Ich könnte zwar so wieder nach oben kommen, aber... Ich würde gern nochmal nach ganz oben. Wenn ich das denn kann. Sieht derzeit nicht so aus. Okay, ja, gut, dann müssen wir zurück. Ah, ich verstehe. Oh. Okay. Alles klar, dann müssen wir hier wohl lang. Herzchen? Herzchen und ein Rubin. Okay. Wo sind wir denn hier? Da oben sehe ich eine Truhe. Okay.
Alles klar? Oh Gott! Warum gehen die nach unten? Wo? Nein! Oh Gott, Leute! Ja, und jetzt? Ach so. Oh. Puh, das war ganz schön knapp. Aber hier haben wir ein Trüchen. Mit dem Kompass? Muss ja sein, ne? Ja, der Kompass! Oh, schön. So. Der Kompass ist nämlich wichtig für mich, da wir hier die letzten Trüchen. Hier ist keine Truhe. Hier ist auch keine Truhe. B1 ist noch eine Truhe. Okay. Da ist eine Truhe, da sind zwei Truhen. Lol, vier Truhen in einem Raum, ihr Moin. Da ist noch eine Truhe. Hier ist der Bossfight, okay. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zurück. Wo sind wir denn hier? Oh nö. Auf Wiedersehen. Jawohl. Wo müssen wir hier später nochmal hin? Anscheinend. Okay. Einfach nicht nach unten gucken. Wir warten. Na gut, und jetzt? Ah, wartet mal. Und nach oben, Link. Jawohl. Wir sind jetzt hier wieder. Verschwende! So. L1F. Lass mich kurz einmal schauen. Okay, rechts haben wir keine Truhen mehr. Aber links, das heißt, wir gehen hier rein. Wohl eigentlich müsste man mit dem Dungeon-Item eigentlich an alle Truhen rankommen. So, okay. Wenn ich jetzt ganz geradeaus gehe, habe ich dann noch zwei Trüchen. Okay. Oh, so ein Doppelgreifhaken wäre schon, so im Real Life, das wäre schon heftig. Aber du musst auch überlegen, so ein Ding muss 80 Kilo. Oh, bei mir wären es, glaube ich, 70, 80 Kilo um den Dreh. Und damit der Wucht, mit der du aufkommen würdest, das wäre schon heftig. So, wir müssen jetzt erstmal hier rüber. Lass mir die Eisenstiefel hier kurz an. So. Keine Lust auf diese Dudes hier. Die ignorieren mich. Das nennt man Double Kill. Lol. Einen hatte ich doch noch da irgendwo. Ah, da hinten.
kriege ich doch niemals erwischt, oder? Nee. Na gut, dann probieren wir es. Oh Gott, da oben geht's auch lang. Ja. Okay. Ah, ich muss hier schnell sein, okay. Oder vielleicht, weil ich meine Eisenstiefel anhab. Wo kommt der jetzt schon wieder her? Auf Wiedersehen. Ah, nein! Oh, Link! Du bist der Beste, oh Gott. Vielleicht, weil ich meine Eisenstiefel anhatte, das kann auch sein. Ja. Wir warten, bis der Wind vorbei ist. Auf geht's. So, was haben wir denn hier drin? Beziehungsweise, ich will meine Trüchen haben. Und es fehlen noch zwei Herzteile und zwei Heiligerstempel. So, laut Karte sind hier zwei Truhen. Mich hat der hier immer getriggert. Trüchen, Trüchen, Trüchen. Bin ich immer noch in dem Raum? Nein, aber da vorne rechts ist eine Truhe. Ah, dann machen wir das doch als allererstes. Vorher ging die nicht so. Nein! Link! Vorher ging die doch nicht runter. Zumindest als ich noch den ersten Eingreifhaken hatte. Leute. Upsa. Upsa. Auf ein neues. Jawohl. Oh Gott. Nee, hier kann ich ruhig runter, oder? Ja, alles entspannt. Und hier soll angeblich eine Truhe sein. Wahr. Betonung auf wahr. Oh, super. Oh, Leute. Aber hier geht's lang. An so ein Dungeon muss man sich erstmal gewöhnen. Okay. Gehen wir nochmal hierher. Ah, okay. Wozu ist der denn da? Da oben, ich sehe die Truhe. Aber wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Da sehe ich eine Truhe. Ah, das geht auch? Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, hier sehen wir einmal die Schleimis.
Weil hier soll angeblich eine Truhe sein, wo ich jetzt bin hier. Ah, nee, doch nicht. Auf der anderen Seite, okay. Wo soll denn da eine Truhe sein? Oh, Leute, geht's weiter nach unten? Nein, doch. Geht's wieder weiter nach unten? Gott, wo bin ich hier, Leute? Wo bin ich hier? So, guten Flug, meine Freunde. Geht das? Das geht. Aber Frage ist, was bringt mir das jetzt? Ah, gut. Ich will aber meine Truhen haben. Schön, wenn ich hier wie Tarzan die ganze Zeit drum fliegen kann, aber so wirklich glücklich bin ich damit auch nicht. Oh, wir sind bei der Truhe. Hallo, aber wie komme ich da jetzt hin? Ist die Frage. Ah. Doch, ich weiß wie. Okay. Alles klar. So, damit hätten wir die erste Truhe. Ach Gott. Ein heiliger Stempel. Einer von zwei. Okay. In diesem Dungeon. Ist aber immer noch eine zweite Truhe. Und zwar da vorne rechts. Ah, und zwar da vorne. Na komm her, mein Bro. Na komm, dann schleudern wir dich eben. Na komm mal her. Guten Flug. Eisenstiefel. Zack. Und Jump. So. Da habe ich jetzt mein Trüchen. Bomben. Okay. So, damit hätten wir hier alle Truhen. Aber unter uns ist noch eine, ne? Ja, wie komme ich da denn ran? B1. Okay. B1. Das ist irgendwie, was hier übersehen haben. Aber direkt unter mir, oder? Ja, direkt unter mir. Oh, wo kommt der Dude denn her? So. Das tat weh. Aber das ist es mir wert. Jetzt bin ich zwei Stockwerke tiefer gefallen. Ah, leider. Da ist die Truhe. Da muss sie sein. Aber wie zur Hölle komme ich da ran? Erstmal hier rauf. Da ist noch eine Truhe. Ich würde gerne daran.
lasst mich kurz gucken und überlegen. Ja, super, aber irgendwie viel bringt mir das nicht. Da muss ich hin. Wartet mal. Da vorne. Angeblich soll da die Truhe sein. Ja, da ist sie auch. Okay. Super, aber wie komme ich da hin? Theoretisch gesehen ja so, oder? Aber du musst auch einen Greifhaken und... ja. So, auf wieder. Gönn dir erstmal, Bro. Ich meine, wie lang? Die knabbern ja noch nicht mal mehr. Die lutschen richtig an mir. So, was haben wir hier? Hat sich das wenigstens gelohnt, der Aufwand? Aber wenigstens eine Truhe weniger. Mir sind halt noch die zwei Herzteile. Die zwei Heiliger-Stempel. Einen haben wir ja schon. Und die zwei Geisterseelen. Halt wichtig. Okay, dann haben wir hier alle Truhen, hier haben wir alle Truhen, hier haben wir auch alle Truhen. Da fehlt uns noch eine Truhe. Dazu müssen wir in den Hauptraum, okay. Hier bin ich nochmal weiter. Ah, hier. Oh Gott, hier ist das ja auch alles wirklich... verwirrend. Was mache ich denn da? Ich muss da ja lang, oder? Ich muss hier doch hoch. Bin ja auch blöd. Oder? Ja. Oder nicht? Bis da nach oben. Da komme ich her. Obwohl, ich kann auch nach unten. Oder auch nicht. Doch, das könnte klappen. Ja, und es klappt auch. Ja, und jetzt. Was bringt mir das jetzt? Okay, hier komme ich dann doch nicht weiter. Ich dachte, da geht's weiter, aber nein. Dann müssen wir hier wieder irgendwie weiterkommen. Ja, und zwar unten. Okay. Ah, okay, ja. Oh Gott. Und Feuer.
Okay. Aber sind wir jetzt nicht wieder hier am Anfang? Ich weiß es nicht. Oh nee, warte, hier geht's doch hoch. Ja, auch blöd. Ich merke gerade, ich bin voll den Umweg gegangen. Zumindest für diese eine Truhe. Aber gut, was macht man nicht alles für Pfeile? So. Waren wir hier schon? Nein. Ich kenne dieses Vieh doch. Nein, Link, 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 hier. Hau hier rauf. Das war doch der erste Boss-Gegner, oder? Ich versuche sie mal mit Bomben zu töten. Oder auch mit Pfeilen, vielleicht geht das ja. Guten Appetit! Was bringt mir das? Dieser Raum muss doch eine Bedeutung haben. Ja, über mir sind zwei Truhen, okay? Da kann ich nicht widerstehen, aber... Wo fangen wir an? Ja, lutsch weiter dran. Ich bin ja so... Obwohl, ich sehe zumindest nach Fisch aus. So mit dem Sora-Dings. Mit der Sora-Rüstung, aber... Ja, dann kommen wir weiter. Oh Gott! Bro, wo jetzt? 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 Ich habe nichts gesehen, wo ich danach hin könnte. Stimmt, die spawnen, ja? Okay. Also da komme ich hin. Aber wo muss ich mich dann festhalten? Ah, da oben. Ja, doch, doch. Ich weiß wo. Oh Gott. Ja, man sucht halt immer auf die Schnelle sucht man natürlich einen roten Punkt, wo man sich dranhängen kann, aber wir müssen uns hier ranhängen. Oh Gott. Komm her! Ja, komm, beeil dich, Link. Und hoch da, hoch, hoch, hoch. So, hier haben wir die erste Truhe mit Pfeilen. Die zweite ist noch ein Stück weiter oben, ne? Oh, da sind Fledermäuse, die würde ich gerne erst einmal weghauen. Oh, da ist die Truhe, da ist sie!
Ein Herzteil oder ein Hylia-Stempel muss das aber sein. Wobei beim Herzteil würde ich mich, glaube ich, gerade mehr freuen. Dann kriegen wir wieder, glaube ich, einen ganzen Herzcontainer. Geh weg, mein Herzteil. Such dir dein eigenes. Jawohl! Damit hätten wir einen weiteren Herzcontainer. Somit fehlen uns nur noch drei Herzcontainer. Ich denke mal, einen kriegen wir noch mit Herzteilen voll und zwei weitere halt per Dungeon, also per kompletten Herzcontainer. Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Zelda-Schuster wieder. Bis dann!